Jo Dudes, was geht ab? Hier sind wir wieder. Ja, zu einer neuen Folge. Und ich will hier mal. Oh, Spore ist nun vom Markt herunter. 600.000 haben damit gemacht. Ich will mal kurz schauen. Was ist das? Falsch? Ja, okay, ich könnte ihn mal kurz auf Vacation senden. Game History. Und da haben wir 130.000 plus gemacht, das ist in Ordnung. Ich habe mich ein bisschen auf dem Game Dev Tycoon Wikia durchgelesen. Da könnt ihr auch gerne mal gucken. Da gibt's, wenn ihr das Spiel spielt, sehr gute Game Combination. Und ich will mal schauen, ob wir. Wir haben ja hier schon eine Simulation und ich habe festgestellt, Simulation ist nicht gerade super gut für PlaySystem. Und ich versuche gerade nochmal was nachzuschauen. Audience. Die Audience ist immer sehr gut. Zum Beispiel, wenn man Major Audience machen will, dann sollte man am besten dafür den PC nehmen. Oder zum Beispiel für Everyone, also die E-Audience, sollte man zum Beispiel die Xbox nehmen. Sowas zum Beispiel. Das steht hier alles auf dieser Seite. Das finde ich sehr cool, dass das hier steht. Und da gibt es ganz coole Sachen. Warte mal, ich muss mal kurz gucken, ob ich das hier noch sehe. Nee, die ganzen Details sind hier nicht mehr. Okay, also keine Trends im Moment. Develop a new game. So, wir machen mal, ich probiere mal, ob Major auch... ob ich damit auch Major... Plattform. Wir gucken mal kurz. 17.5, 16.3, 16.2. PC ist recht gut. Genre. Wir wollen eine Simulation machen und wir wollen Airplane nehmen. Ein erwachsenes Airplane. Eine erwachsene Airplane-Simulation, die nennen wir dann Flugsimulator. Flugsimulator. Für erwachsene Leute. Gehen auf Super 2D-Grafik, V2, die ist nicht besonders hoch. Da muss ich gucken, dass ich das irgendwie hinkriege, dass wir mehr Research Points reinkriegen. So, also Simulation, da muss man immer gucken. Da gibt es immer sehr wichtige Sachen. Simulation zum Beispiel setzt auf Gameplay und Engine. So und so ist das halt. Da muss man gucken eben. Geht das mal los, die kratzen sich den Kopf. Story Quest ist bei einer Simulation, sag ich mal, nicht besonders wichtig, aber Gameplay und Dings, aber wir machen das vielleicht mal so. Also Gameplay sehr hoch, Engine ein bisschen höher, so. Vielleicht Story nicht ganz, ganz niedrig, dass man ein bisschen eine Geschichte hat. So, bin ich mal gespannt. Wir generieren schon mal einen Hype, das ist gut. Okay. Vielleicht ein paar Dialoge hauen wir noch wieder dazwischen. Artificial Intelligence, ja, so, das ist in Ordnung. Dialog Tree, kriegen wir nur 77%? Wie ist denn das? Dialog Tree. Better Dialogs reicht da schon. Wir machen das so nicht komplett weg. Ich bin einfach nur mal gespannt, ob wir das wirklich hinkriegen, ob das jetzt besser läuft eventuell. Hi Boss, a friend of mine is greatly involved in an organization which aims to get more women into technology. They're looking for a sponsor and I thought that this would be a perfect opportunity for us. Would you like to help us to help out? Ja, okay, 50.000. Marketing jetzt mal zwischendurch und wir hauen mal Magazine und Demos raus. So, und wir müssen darauf achten, es ist ja nicht nur so, dass es auf diese Sachen ankommt, sondern auch auf dieses Ratio, also der Wert oder wie soll man das sagen, wie groß der Unterschied zwischen Design und Technologie ist. Da gibt es einige Spiele, die brauchen zum Beispiel bei der Simulation, sollte auf Technologie über 60% Werte gelegt werden, damit die Bewertung besser wird und auf Design dann die restlichen knapp 40%. So, und da müssen wir mal schauen, ob wir das hinkriegen. Technologie, was gehört dazu? Ich weiß nicht genau, wie das hier genau ist. Vielleicht brauchen wir auch Spezialisten. Wir haben ja hier einen Tech-Spezialisten, meine ich.
Und bei einer Simulation, da sind alle drei Sachen hier wichtig. World Design, was ist denn hier? Monosound, ja, okay. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich hoffe, das kommt noch mehr, 60% sozusagen Technologie rein. Mehr Technologie, wir brauchen mehr Technologie. Und 18 Bucks, seht ihr? We've got word that Zuckerdudes has recently sponsored a highly praised move to get more women into technology roles. Otalo, the CEO of Zuckerdudes said, we would love to see more women in the game industry. Okay, jetzt komm, haut mehr Technologie raus. Mehr Technologie, 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 nicht Design. Tech, Tech, Tech. Wir brauchen hier 60 Punkte, sonst ist das ein schlechtes Ratio. Mist, schade. Also daran liegt es auch mit der Bewertung. Eine Woche noch warten. So, in 2 months the Super TS will be taken off the market und dann kommt der N64. 48 zu 38 ist... Ja, great combo auf jeden Fall. Ich bin gleich mal gespannt mit der Bewertung. Wenn man das hinkriegt, dass das Ratio etwa hier 38 und hier 61 um und bei oder 62 ist, also an Prozent, dann ist das besonders gut. Oh, Tony Rodriguez will mehr Geld kriegen. Ja, 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 ja. Advanced Cutscenes. Okay, du willst Vacation. So, jetzt bin ich gespannt. Also, Audience ist nur... Ja, shit. Ja. Okay. 6, 7, 8. Das liegt ein bisschen eben auch am Ratio. Da müssen wir gleich mal gucken. Wird sich nicht so hammermega gut verkaufen, denke ich mal. Ja, 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 okay. So, wir schauen uns jetzt mal die Staff einmal an. Staff List. Staff Otaldo. Ich habe 335 Tech. Er hat 260 Tech. Und hat 326. Okay. Also mit irgendwas müssen wir dafür sorgen, dass wir mehr Technologie reinkriegen. Ich habe 5 Millionen. 5 Millionen. Ich gehe mal auf Research. Wollen wir Medium Games mal machen? Komm, Medium Games. Da bin ich mal gespannt. Und wir können vielleicht nochmal nach jemandem suchen. Show Real Game Demo Complex Algorithm. Showreel. Was ist ein Showreel? Das weiß ich nicht. Game Demo ist für Balanced. Complex Algorithm für Technology. Machen wir nochmal so ein. Also das Geld geht jetzt langsam aus. Das ist halt das Problem. Ich möchte nicht bankrott gehen zwischendurch. Okay, Super TS ist nicht mehr da. Gut, Research, was könntest du machen? New Topic. Hospital. Eine Hospital Simulation, denke ich mal, können wir machen. Was könntest du machen? Ich weiß noch nicht genau, das habe ich noch jetzt nicht richtig herausfinden können. Was gibt Technology-Punkte? Wahrscheinlich, wenn man Leute mit Tech eben daran heransetzt. Rich Backstory, Story Quest. Technology ist wahrscheinlich Graphics. Dafür brauchen wir 80 Punkte. Sound, Stereo Sound, haben wir auch nicht. Das brauchen wir mehr. AI, Better AI, Better AI, AI Companions. Das wäre das einmal. Das wäre ja auch. Start Research. Okay, jetzt kriegen wir jemanden. Mal gucken. 10k per month. Nicht besonders gut. Oh, Hazir Nibelli. Research Technologie. Ja. Okay, Hazir. Okay, heiren wir dich mal. So. Train. Welcome Training 10k. So, ein Small Booth. Publish contracts. I have followed the progress of Zuckerdudes for a while and it seems that the recent expansion
You have started, developed larger games. Larger games deserve to be seen by more people. And this is where Publisher can come handy. Ja, ja, aber ich möchte jetzt noch nicht die Publisher benutzen. Okay. Okay, also die Leute sind hier alle ein bisschen kaputt. Maus entwickelt, das haben wir entwickelt. Flugsimulator. Theme Hospital. Flugsimulator hat sich 500.000 Mal verkauft. Damit haben wir. Wenn wir mal kurz gucken. Die Staff List. Nee. Ich bin auch doof, ey. Ich bin echt doof. Haben wir Gewinn gemacht. Aber natürlich nicht besonders viel. Ihr seid alle noch nicht so frisch wieder. Hier sehen wir die Games Convention. Games. G3. Also das mit diesen Dings, das müssen wir mal hinkriegen. Ich glaube, Hospital Simulation müsste es geben. Ja, eine Hospital Simulation. Können wir mal gucken. 72.000. Okay. Und ich würde mal einmal kurz sagen, save. Einmal saven. Und develop new game. Ein Medium Game. Theme Hospital, nennen wir das mal. Pick, zack, Genre, Simulation, Plattform, PC, 89% im Moment. 18,9%, das ist gut. Jo, machen wir das mal. Für Major, oder für Average, ne, für Major machen wir das mal. Pick, Game Engine, wir haben halt nicht so viel Tech, das ist das Problem. So, Starting, zack, geht schon mal los. Zack, zack, wunderbar. Yo, yo, yo. Also. Okay, Tech. Hier sehen wir Tech und Design. Wollen wir mal gucken. Also, jetzt muss ich irgendwer sagen, wer was wie wo machen soll. Die Balancierten für den Schluss sparen. Development Stage, was ist das hier? Die erste Stage, das ist Engine, Gameplay, Story, Quest, Engine. Das sieht nach Tech aus. Da können wir ihn hinsetzen. Gameplay. Hauen wir Urteil mal hin. 50%, wow. Okay, vielleicht das ein bisschen runter. So, vielleicht, so. Oder soll ich es genau andersrum mal probieren, dass die Engine hier das meiste kriegt? So mal probieren. Gameplay, die Engine, zack. Story und Quest, ja. Da können wir Tony Rodriguez mal hinsetzen. Okay, damit haben wir Spencer, der auf Tech komplett. Und ich mal hier Spencer hin. Spencer, so. 16%? Ja, komm, passt schon. Oh ja. Sieht schon mal gut aus. Sieht schon mal sehr gut aus, obwohl es fehlt natürlich ein bisschen designmäßig was. So, obwohl es sieht ganz okay aus. So, jetzt hier Level Design. Du bist noch nicht so erschöpft. Und dich können wir auf die Dialoge setzen. Und Otaldo Artificial Intelligence. Tony Rodriguez. Oder ihn dahin. Ja, doch, machen wir es so. Dialog Tree. 84%, das ist Dialoge. Ne, brauchen wir einfach nicht, ne? Ne, ist okay. Level Design, Artificial Intelligence, vielleicht ein bisschen mehr AI. So, Dialoge wieder runter. Jo. Und Marketing. Da bin ich mal gespannt, jetzt ist es ein bisschen mehr.
Obwohl, ja, es geht. Research geht richtig gut hoch. Das ist sehr, sehr schön. So, und hier müssen wir einfach erstmal alles raushauen. World Design, Grafik. Bei Grafik brauchen wir Design. Grafik hauen wir Otaldo hin. Tony Rodriguez. Bei Sound und World Design. So, jetzt müssen wir unsere besten Männer hinhauen. 340. Du musst auf jeden Fall mitmachen. Und du dahin. Ich glaube, das jetzt ist ein bisschen sehr einseitig auf Technology. Ich bin einfach gespannt, was jetzt hierbei rauskommt. Puh, ich kann es echt nicht sagen. Aber Research-Punkte sehen wir, ist sehr, sehr gut. Okay, okay, okay. Okay, das ist auf jeden Fall ein neuer Rekord, sag ich mal. Und tschüss. Verkaufen und... ist nicht so gut. Ist nicht gut, das Ratio. Es ist zu viel auf Technologie im Moment. Aber, wollen wir mal gucken. Good Management? Wow. Ach so, ja, weil wir... Ja, weil gut. Ich bin einfach so gespannt, was wir hier mit unserem ersten großen Spiel machen. Ja, Spencer Harrington will fast einen neuen Dings.